So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Arma 3 Altis Live. Mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hängerboy. Wieso? Der spawnt doch da in der Mitte. Ja, wir spielen jetzt zurzeit kein DayZ mehr, weil wir ja das spielen, was uns Spaß macht. Ne? Und zurzeit macht uns eher Altis Live mehr Spaß als DayZ. Da in DayZ es erstens noch keine Fahrzeuge gibt und es zweitens erst so ein gescheites Sniper eingefügt werden muss. Über den Markt zu mal fahren, okay? Nein. Lass hinten rumfahren. Okay, Lager, ich weiß nicht, ich hol's mir mal kurz. Fahrzeug wird geholt, bitte warten. Guten Tag. Erstmal aufsperren. So, und wie ihr sehen könnt, wir haben schon ein bisschen Geld investiert. Schlappe 375k. Wo bist du denn? Du bist jetzt gleich zum Kupferfeld. Also wir machen jetzt erstmal ein bisschen legale Arbeit. Immer legal. Golden Power geht schon. Wir kommen gerade online. Mensch. Ich ramm dich weg, wenn es sein muss. Ich habe ein Toolkit und ich werde es benutzen. Oh, ich bremse mal lieber. Ich werde jetzt voll reingefahren. Bei mir war da keiner. Irgendwie sind die random. Und ich muss sagen, die Innenausstattung von dem Ding hier ist wirklich 375k wert. Aber ich kann innen nicht fahren in der Innenansicht, deswegen gehe ich gleich wieder raus. Pass lieber auch auf den LKW. Hallo, wir haben Toolkits, ne? Ja, ich will trotzdem nicht riskieren, dass es hochgeht. Und jetzt gehen wir erstmal der legalen Arbeit nach und sobald wir uns einen Helikopter leisten können, dann wird's richtig legal. Irgendwie hole ich dich ein. Irgendwie hole ich dich ein. Hat's bei Ihnen schon geklingelt? Offroad! Oh, da ist eine Mauer, verdammt. Aber da nicht mehr. Vorhängig richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich bin richtig. Oh, ich bin falsch. Schubiduwapapumdupenda. Wo bleibst denn? Ich bin links abgebogen, statt rechts. So, erstmal wende. Rechts, warum? Dupendupendupendupendupendu. So. Und Motor aus, absteigen und absperren. Was so. Ist hier, komm ich. Naja, ich hab keine Angst. Von der Mitte zur Tür. Außer du rammst mich jetzt. Warte, das ist falsch. Ich muss Z drücken. Z und T, ne? Brauche ich jetzt nur noch. Und Pickaxe benutzen. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Legale Arbeit. Aussteigen. Aber ich weiß es gar nicht. LSD habe ich noch nie gefarmt. Ich auch nicht. Wir haben letztens schon einmal gespielt. Also gestern. Damit wir uns das Ding da leisten können. Und auch den anderen Truck und alles, was noch dazu gehört hier. Nachtsichtvisier, voll unnütz. Weil es hier, glaube ich, sowieso mal Tag ist. Meins ist stylisch. Es ist nicht unnütz. Ja, dein steckt im Hut fest. Ist drauf montiert. Ja. Reingeschraubt. In den Kopf. So, und jetzt gehen wir erstmal Kupfer farmen. Ich glaube, wir sollten jeweils jeder 110 machen, oder? 112, 120. 71, schätze ich. Nein. Oder 80, sowas im Dreh. Jeder von uns hat letztens 105... Ja, das waren Diamanten. Nein, jeder von uns hat, wie viel hat jeder bekommen? Ich glaube, um die 54 bis 55, das heißt... 60 haben wir bekommen. Ja, aber bloß mit dem da, mit dem Kleinen. In meinem passt ja viel mehr rein. Ja, aber so viel mehr... Ich komme ja rüber hier. So. 14. Halli hopp. Hä? Achso, ich hab noch hier Caps Lock. So. Und 14. Z. Pickaxe. Ich brauche ein bisschen länger als du. Aber nur ein Bild. Ich lasse mir auch Zeit. So, und das nächste, was wir erstmal kaufen werden, ist eine... Wir haben jetzt schon ein paar Lizenzen, falls ihr es schon hier gesehen habt, warte. Wir haben nämlich... Ein Führerschein, ein Pilotenschein, eine Boating License, ein Truck License, ein Diamant Processing und ein Copper Processing. Was ist denn? Das ist Spacko. Ui. Oi. Ja. Passiert ja öfters. Kavala geht voll die Sau ab. Ja, ich sag ja nicht nur Kavala, ich sag ja bloß,
Falsche Zeile, falsche Zahl. Wie war das? Habe ich mal vertippt und alles explodiert auf dem Server. Ja, das war gestern nämlich. Da müssen wir kurz drüber reden. Also, gestern. Wir standen genau an derselben Stelle. Genau so hatten wir geparkt. Und auf einmal sehe ich da hinten, komischerweise, diesen roten Container in sich zusammenstürzen. Genauso wie das Haus da vorne und alle anderen Gebäude, die hier... Und ich sah hier hinten an der Hügelkette lauter Explosionen. Ja. Und dann haben wir nachgefragt, was los war, und da hat anscheinend der Map Designer, ja genau, der hat in der falschen Zeile irgendwas Falsches eingegeben, und dann sind alle Gebäude auf ganz altes Live mal so mir nichts, dir sagen, nichts. Ja? Den Grund dazu, dass er quasi was sich geändert hat, war ja, dass also wir wollten jetzt ein Auto kaufen, und als es gespawnt ist, ist es direkt in den Luftgang. Ja, genau. Und das war der Grund dafür, dass er das etwas umprogrammiert und, naja, uns Server restart hat, ne? Oh ja. Und anstatt ein Auto ging dann alles in die Luft. Ja, das war aber bloß in, genau, sie hatten nämlich noch einen Fehler in Kavala hinten, da wo wir jetzt gerade beim in der Garage standen. Wir fahren vielleicht noch auf dem Marktplatz nachher. Ist lustig. Da sind nämlich alle größeren Autos, also alles außer Quads, die man sich da kaufen kann, sind auf dem Stein, also... Da ist, glaube ich, so eine Absperrung davor, wo die spawnen. Die sind alle da drauf gespawnt und natürlich dann in die Luft gegangen. Das war sehr schön anzusehen. Ich wollte ein bisschen hingehen, Grillwürstchen machen, und das Grillwürstchen hat mich dann umgebracht. Und Dachmann hat mir dann das so gefragt, hey, wo ist denn dein Kollege hin? Echt? Okay. Ja, hat er das gar nicht geblickt. Ich habe es auch nicht geblickt, wo er hin ist. Ich höre schon wieder Bullen in Richtung Kavala. Vielleicht kommen die mit Kampfkuchen zu uns. Ja, wie viele Bullen sind denn hier? Kampfpommes ist da, ansonsten ist ja kein Bulle mehr online. Doch, Drani, Echt nicht? Snickers ist auch nicht mit hier? Nö, Snickers? Wir kennen nämlich schon ein paar. Also von den Bugs. So, einmal 14 eingeben. Und 168 von 370 ist voll. Hilfst du noch meinen voll zu machen? Ich glaube, dann ist vor mir voll. Ich bin noch lange nicht voll. Vor mir. Ja, warte doch erstmal. Ach ja, worauf ich auch wieder... Du zuerst, ich will dich nicht rein. Ich würde mir von dem verdienten Geld jetzt erst einen gleichen kaufen, wie du hast. Ja, was ist mit vorher noch einer Waffenlizenz, bevor wir überfallen werden und dann nackig gemacht, ausgeraubt, vergewaltigt? Lauf mir ganz schnell davor. Nachdem du vergewaltigt wurdest, oder? Wieso, das macht doch Spaß, was? Oh Gott. Ja. Unsere Minecraft-Let's Plays werden auch immer schwuler. Ist halt unser Style. Apropos, wir haben jetzt auch ein neues Texture-Pack. Ich hoffe, die Folge hier kommt jetzt online, nach bevor wir das neue Texture-Pack dann benutzen. Obwohl, das wird knapp. Wie viele Folgen der Set hast du denn noch? Der Set noch 5, Minecraft 8. Das heißt, okay, das kommt hin, ja. Mein Inventory ist full. Dann drehe ich um und drück T. Worauf ich auch wieder Bock hätte, ich habe jetzt unseren Twitch-Kanal ein bisschen... Voll. Ich habe unseren Twitch-Kanal ein bisschen hier unten Informationen reingeschrieben zu uns, zu wann wir streamen, was wir streamen. Und da hätte ich mal wieder Bock, so ein paar MOBA-Games oder irgendwas, auf was du mal Bock hast zu spielen. So Minigames, so The Hidden, wir zwei. Wir zwei in The Hidden. Das ist ein Minigame, genauso wie Trouble in Terrorist Town oder... Boah, jetzt kommt mir gleich das Essen wieder hoch. Nee, das habe ich nicht. Hast du nicht? Du hast kein Trouble in Terrorist Town? Leech of Legends. Nicht Leech, das heißt League. Leech of Legends. Das Leck der Längenden. Machen voll! Ich hab keinen Schlüssel. Warte. Z. Key. Bla 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 bum. Dankeschön. Bitte schon. Wie viel passt denn da rein hier? 305 und... Was? Warte, ich kann gerade nicht. Du bist drin. In Kavala ist wieder pure Liebe unterwegs. Ich habe jetzt schon 70 drin. Wie 70? 70 Eisen, Kupfererze. Okay. Also schon fast voll. Oder wie? Weiß ich nicht. Also deiner ist voll, oder wie? Meiner ist voll mit 50. Warte, da passen nur 50 rein? Ja. Okay, in meinem passen ja 370. Wir machen, glaube ich, ein bisschen mehr Kohle jetzt mit der Fahrt.
Ja, warte. Wir machen, glaube ich, 180, nee, da das passen, heißt jeder 90, würde ich sagen. Da passen 280 rein und hier passen 300. Der ist auch gleich voll. Ja. Weil ich ihn gestopft habe. Hier. Dran. Alter, jetzt haben wir schon 90 drin. Da passt fast doppelt so viel rein. Ja. Also ich würde mir den schon noch gern kaufen. Dann sparen wir drauf. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir jetzt 180k machen statt 100 pro Fahrt, also ich würde sagen, wir machen locker 150, oder? Otter! Nimmst du mir dazu? Boah, wir stehen schon seit 10 Minuten hier auf dem Copperfield. Also, echt? Nein, nicht seit 10 Minuten, aber seit, sagen wir, 6 Minuten. Ja, dann nächste Folge noch einmal farmen. Ja. Was war denn das gerade? Sandro, die Wandel der, der Wandel in der Blasebalg. Den Rest darfst du voll machen. Ja, ja. Du bist hübsch. Ei, ich hab jetzt 10. So. Du bist hübsch. 14. Passt überhaupt noch rein? Nee, passt nicht mehr rein. So. Wie viel ist insgesamt drinnen? 368, glaube ich. Achso, ja, ich schau nicht links auf die Zahl. Ich schau nur oben auf die Füllmenge. Hatte? 92 Copper Ores. 93. Mit meinen sind es dann... Also, ich bin voll. 143. Und wie viel sind in deinem? Kann ich mal die Schlüssel für deinen kurz haben, um reinzugucken? Aber ich doch, hast du das schon. Achso, 60 sind hier drin. Okay, dann sind hier... Hier sind 50 drin. Hä? 50. Ah, es sieht aus wie eine 6, ehrlich gesagt. Okay, 50, das heißt, ich habe... Was, wie viel habe ich mehr? Ich habe 42 mehr, what the fuck? Ja, fast doppelt so viel. Naja. Boah, ich fahr los. Ich auch. Ich fahr vor. Okay, du fährst vor. Fahr du vor. Okay. Du bist schneller. Ich bin cooler. Du bist sicher hinter mir versteckt. Ja, wenn sie sich aufhalten, hältst du sie an und ich fahr sie dann platt. Wenn sie aussteigen. Das ist eigentlich voll der geile Plan. Ohne Scherz, Mann. Was, ich will hier wegrammen, oder wie? Nein, wenn ich dich einer aufhält, bleibst du einfach stehen. Und sobald die aussteigen, komme ich angerast und mach die weg. Dann darfst du aber nicht direkt hinter mir fahren. Warte mal kurz, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser stellen. Alter, nicht wenn du fährst. Konfigurieren. Audio. Oh, oh. Warte, ich bremse mal. Ich bleib mal kurz stehen. Brems. So. Ich überhole dich. Okay. Audio. So. Dann fährst du alle platt, ne? Ich kündige vorher an, dass ich komme. Okay. Oh, bergaufwärts Gas geben, nicht so toll. Aber ich kann ja mein Turbo reinhauen. Mach ich die ganze Zeit. Das mache ich mit meiner Daumentaste auf meiner Maus. Das sieht schneller aus, wenn ich so mache. Es sieht schneller aus, cool. Ja, es sieht schneller aus, das ist es aber nicht. So, was war denn gestern noch alles? Wir haben Diamanten gefahren, wobei wir haben rausgefunden, dass da die Strecke 1,5 mal so lang ist. Oder? Nein, nee, 2,5 mal. 2,5 mal. Dass sich das nicht rentiert, weil man da jeder 100k farmt und wir dann in derselben Zeit zweimal Kupfer, also eine Kupfertour gefahren hätten und da bekommt jeder auch 50k. 55. 60. Ich kann die Sachen von meiner Leiche nicht nehmen. Dann zieh sie aus. Du musst ja etwas zurückgeben. Immer diese Nekrophilen hier. Ich würde schreiben. Wenn der Körper noch warm ist, ist es keine Nekrophilie. Gucken, ob was kommt. Hm. Nein, tut es nicht. Da war es ein Quad. Nein. Ja, Quad wurde beschlagen. Ich kann Tank fahren. Was, echt? Ist da einer? Ja, hier ist doch. Links ein... Wo ist ein Quad? Ja, bei dem LKW war gerade ein Quad, bei dem weißen Truck. Achso, ich hub mal lieber. Ich will mich nur ankündigen. Also unser Plan ist, falls uns einer überfällt, einfach nicht stehen bleiben. Auch wenn alle Reifen platt sind. Vollgas! Alter, das ist so ein Viech, unser Truck, da merkst du gar nichts. Keine Ahnung. Wie viel kann man denn eigentlich in seine Garage reinhauen? Wie viele Autos? So groß wie dein Anus ist. Also mindestens 5 LKWs.
Schätze ich mal. Boah, ich habe letztens, letztens kam wieder auf Comedy Central die South Park Folge. Ich glaube, das war vorgestern. Ja, ich glaube schon. Wo, so, wo Cartman einen Hals an dem Arsch hat. Und dann gehen sie zu den Aliens und wollen, dass die Erde nicht abgesetzt wird, weil es ein Fernsehsender oder irgend sowas ist. Aber ich fahr hier voll in deinem Staub rum. Fahr mir nicht so dicht auf. Du bist überhaupt nicht feucht wieder. Du staubst voll. Aus der Kühle. Okay. Ich hab mein Turbo angeschaltet. Kampfkuchen! Wann ist ein Server Restart? Mistkampfkuchen. Naja, dann nehmen Mistkampfkuchen. Dann ist wieder Server Restart, weißt du das? Normal, also so wie es mir gestern gesagt wurde, wenn einer nötig ist. Und ich schätze mal, der wird vorher angekündigt vom Admin. Ich frag mal, sobald wir da beim Verticken sind, also beim Umwandeln. Ja, frag, ob einer geplant ist. Ich frage nach! Aber die Hupen hätten sie schon ändern können. Meine hätte viel cooler klingen müssen. Wendest du schon mal? Ich warte auf deine Wendung. Steht da ein Quad? Da ist ein Quad. Naja. Also ich wende so. Achtung! Piep! 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 Ah. Motor aus! Aussteigen! Und zusperren. Steht ja ein Quad. Weil der cool ist. So. Process Chopper. So, jetzt frage ich mal schnell. Ist in der nächsten Zeit ein Server Restart setzt. Wird es eigentlich hier auch mal Nacht auf dem Server? Keine Ahnung, aber wir sehen cool aus mit unseren. Das sind Sonnenbrillen. Nee, ich trage ja eigentlich eine. Ich trage ja eigentlich eine Fliegerbrille. Mm. Oh ja. Sexy. Mm. Super geil. So. Ah, ich muss erst nehmen. 4 rein. 4. Ach, da gehen da mehr rüber. Ja, genau. Da-da-da-da. 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 So. Supergeil. Supergeil. Nee. Sexy. Super sexy. Super knusprig. Super knusprig. Supergeil. Super lässig. Super deftig. Supergeil. Super Freunde. Super Leben. Super Kekse. Wie heißt das Video nochmal? Das ist, glaube ich, die Edeka-Werbung. Das ist die Edeka-Werbung für alle Produkte, die haben. Und dann, wo er in der Badewanne sitzt und sich mit Milch zugießt. Super. Warte, was sagt er? Doch, ich glaube, da sagt er sexy. Super sexy. Hatte super Milch. Super geil. Ich glaube, er sagt Milch. Ich weiß es nicht mehr. Und dann beim anderen, was sagt er dann noch? Dann sagt er noch, genau, dann füllt er noch die Badewanne, wo er drin sitzt, später mit Cornflakes füllt er die Badewanne noch. Und sagt noch super crunchy. Ja, genau, super crunchy. Das wollte ich sagen. Der Copperohr. Okay, ich bin voll. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte, nicht mal. Ja. Ah, das sieht schon echt geil aus mit den Tranfarben. Hexagon. Ja, aus Battlefield. Ich hätte auch gerne unser Logo hinten drauf. Alles für... Kennst du die Russen-Orgel, oder wie die hieß? Meinst du diesen Noob-LKW, der in der Mitte von der Map steht? Ja, genau. Bei Zavet. Oder? Bei Zavet? Da gibt's auch in Hanain Resort. Ja, genau. Und ich glaube noch irgendwo. So, super sexy. Und wir sind bei 19 Minuten. Wir sind schon fast fertig wieder. Oh mein Gott. Viel haben wir jetzt nicht geschafft. So, 14. Wir haben gefarmt. Ja, das haben wir. Ah, ich habe noch 2 Funde zu machen. Warum packst du eigentlich nicht näher dran? Ich muss sie nur umdrehen. Ich hatte Angst, dass ich dich zusammenfahre, weil ich hab dich nämlich ja schon gestern zusammengefahren. Und dann war ich auf der Wanted-Liste und dann kam der Kampfkeks, oder wie hieß er?
Oder was? Snickers. Ich glaube Snickers. Und der hat dann mich auf den Vorwand, dass ich dass eine Toolbox irgendwie in unserem Auto vergessen wurde. Ja, dann haben sie uns wieder zurückgeschickt. Toolbox von dir vergessen. Ja, genau. Und dann sind wir zurückgefahren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen sie leider festnehmen. Und dann ich, was? Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch voll der Legale. Und dann sie, ja, sie sind auf der Wanted-Liste, weil sie irgendjemanden überfahren haben. Und ich habe einen abgelacht. Ja. Dabei habe ich die ganze Zeit diesen Bongo hier überfahren. So. Die letzte Lieferung wird gebackt. So, ich würde sagen, wir machen hier mal jetzt einen Hardcut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hiermit fertig sind. Bis dann. Ciao. Die Spitznickers verabschieden sich.